Servus Leute, willkommen bei Fitness TV. Mein Name ist Raphael und heute endlich im Fitnessstudio. Ich bin im DNS Sport und werde für euch heute ein wenig, ich werde euch mal ein paar Übungen zeigen, die ich so in meinem Workout immer mit einbaue, ein paar Lieblingsübungen von mir. Und heute möchte ich anfangen mit dem Seilzug. Heute werde ich euch zwei Übungen bzw. einen Supersatz am Seilzug zeigen für den Brustbereich. Also wir werden heute ein wenig unsere Brust trainieren. Wie gesagt, ein Supersatz. Die erste Übung ist so eine Art abgewandelte Butterflies, fliegende, sage ich mal, am Seil. Eine super Übung und im Anschluss machen wir sofort Negativbankdrücken, auch am Seilzug. Die Übungen ähneln sich so ein bisschen, aber sprechen immer etwas anders die Brust an. Von daher eine super Kombination. Wir machen jeweils von den Fliegenden am Seilzug 12 Wiederholungen und von den von dem Negativbankdrücken auch 12 Wiederholungen, also insgesamt 24 Wiederholungen im Supersatz und davon natürlich dann drei Sätze, also drei Supersätze. Ja, ich will nicht lange drum labern, los geht's. Am Seilzug schön hier. Ich arbeite sehr gerne am Seilzug. Wir machen einen Schritt nach vorne, so einen leichten Ausfallschritt. Und dann führen wir unsere Arme vor unserem Allerwertesten zusammen. Herrlich. Ich mache die Übung sehr, sehr gerne. Schön konzentriert. So. Und das soll es auch schon gewesen sein. Und jetzt geht es weiter mit dem Negativbankdrücken. Da führen wir das Gewicht, also die Seilzüge, auch wieder vor unseren Allerwertesten zusammen. Ist alles schön langsam. Saubere Form, darauf achten. So, und das soll es gewesen sein. Eine super Übung, probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich mache eigentlich diesen Supersatz eigentlich fast immer in meinem Brustworkout, also in meinem Split-Tag, der sozusagen dann die Brust und den Trizeps trainiert. Und wie gesagt, wir trainieren ja hauptsächlich unsere Brustmuskulatur, auch ein wenig die Arme, also ein wenig den Trizeps. Und ich hoffe, die Übung hat euch gefallen. Baut sie auf jeden Fall mal aus, beziehungsweise probiert sie auf jeden Fall mal aus. Und ich kann es nur empfehlen. Das soll es gewesen sein. Falls ihr Fragen habt zur Übung, schreibt die gerne als Kommentar unter das Video. Ansonsten besucht uns gerne bei Facebook unter www.facebook.com/infitnesstv. Bis zum nächsten Mal.